Okay, vielen Dank für die Einladung. Genau wie bereits erwähnt, ich möchte ein kurzes Update geben zum Thema KT-Zelltherapien und einen kleinen Ausblick fürs nächste Jahr und das Ganze hauptsächlich am Beispiel des multiplen Myeloms. Professor Einsel, der hat es gerade erwähnt, im Jahr 2012 kam ein großer Pressebericht in der New York Times raus, in dem berichtet wurde, dass die wirklich todkranke Emma Whitehead erfolgreich mit KT-Zellen behandelt worden ist. Und es ist jetzt 8 Jahre her und inzwischen gehört die KT-Zelltherapie als Teil der Immuntherapien zu den wichtigsten Säulen der Krebsmedizin. Und was eben auch eine besonders schöne Nachricht ist, ist, dass Emma Whitehead inzwischen seit 8 Jahren oder fast 9 Jahren krebsfrei ist. Seitdem hat die KT-Zelltherapie wirklich einen Boom durchgemacht. Inzwischen gibt es auch 2 Produkte, die wirklich zugelassen sind. Dazu gehört das Produkt, was Sie hier rechts unten sehen, Kymriah von der Firma Novartis. Das sind CD19-KT-Zellen zur Leukämiebehandlung. Die Herstellung der KT-Zellen ist leider noch etwas kompliziert. Man muss zunächst dem Patienten Blut entnehmen. Hierbei geht es um die weißen Blutkörperchen, insbesondere die T-Zellen. Und diese werden genetisch verändert. Für die Veränderung verwendet man in der Regel ein Virus. Der bringt die Sequenz, die DNA-Sequenz, die für den K kodiert, in die T-Zellen hinein, sodass die T-Zellen das K-Molekül herstellen können. Das K-Molekül wird dann auf der Oberfläche der T-Zellen exprimiert. Die KT-Zellen werden dann noch expandiert, damit man genügend zur Verfügung hat. Und dann können sie dem Patienten als Infusion verabreicht werden. Im Patienten können dann die KT-Zellen zum Ort des Tumors oder zu den Tumorzellen wandern und diese mit Hilfe des Ks erkennen und dann auch eliminieren. Besonders elegant dabei ist, dass eine einzige KT-Zelle mehrere tausend Tumorzellen zerstören kann. Und der Wunsch ist natürlich, dass potenziell eine einzige Gabe von KT-Zellen genügt, um einen lebenslangen Schutz für den Patienten aufzubauen. T-Zellen haben von Natur aus Rezeptoren auf ihrer Oberfläche, sogenannte T-Zell-Rezeptoren, die sehen Sie auf der linken Seite. Auch diese sind manchmal in der Lage, Tumorzellen zu erkennen. Dafür binden sie an Moleküle, die auf den Tumorzellen exprimiert werden. Ein K dagegen ist ein ganz künstlicher Rezeptor, der kommt in der Natur so nicht vor. Er hat eine Bindedomäne, mit der er auch an Tumorzellen bindet, an bestimmte Moleküle, die sogenannten Antigene auf den Tumorzellen. Und im Inneren der Zelle wird dann ein Aktivierungssignal freigesetzt. Das führt dazu, dass die T-Zelle zum Beispiel Zytokine ausscheidet oder eben auch die Tumorzelle direkt umbringen kann. Besonders wichtig für die KT-Zellentwicklung ist die Wahl eines geeigneten Tumorantigens. Hier müssen 2 wichtige Kriterien erfüllt sein. Zum einen soll das Tumorantigen, das ja das Ziel der KT-Zellen ist, auf wirklich allen Tumorzellen exprimiert werden, damit auch alle Tumorzellen von den KT-Zellen eliminiert werden. Andererseits sollen die Antigene aber nicht in gesunden Gewebe vorkommen, weil das würde dazu führen, dass das Gewebe durch die KT-Zellen geschädigt wird. Und hier sieht man typische Myelom-Antigene, die also typischerweise auf Myelomzellen vorkommen, wie zum Beispiel CD38, CD138, das BCMA oder das LEMF7. Wenn wir uns die KT-Zellstudien für Myelom in Deutschland anschauen, dann sehen wir, hier sind 6 Stück. 5 davon haben das BCMA als Target-Antigen, zum Beispiel die KAMA-Studien. Und das Neue ist eben die Caramba-Studie, die das LEMF7 als Antigen hat. Und auf genau die beiden Antigene möchte ich auch ein bisschen näher eingehen. Das BCMA ist ein richtig schönes KT-Zell-Target, weil es im gesunden Gewebe nicht vorkommt. Es wird wirklich nur auf B-Zellen und Myelomzellen exprimiert. Und wenn wir uns die B-Zellentwicklung anschauen, dann ist am Anfang auf den B-Zellen auch gar kein BCMA drauf. Erst wenn die,
Wenn die B-Zellen ausdifferenziert sind auf den Plasmazellen, dann exprimieren sie das BCMA. Und da sich aus den Plasmazellen die Myelomzellen entwickeln, haben auch die Myelomzellen ganz viel BCMA auf ihrer Oberfläche. Somit ist das ein sehr schönes, geeignetes Target, Zielantigen für die KT-Zellen. Auf dem ASH-Meeting vor 2 Jahren wurden jetzt bereits Daten vorgestellt, wo gezeigt wurde, wie die BCMA-KT-Zelltherapie verbessert werden kann. Und zwar hat die Arbeitsgruppe von Stan Riddell einen Gamma-Sekretase-Inhibitor, das ist ja abgekürzt als GSI, verwendet, um einen Anstieg der BCMA-Moleküle auf der Oberfläche der Tumorzellen zu erreichen. Das funktioniert folgendermaßen. Die Tumorzellen haben BCMA auf ihrer Oberfläche und normalerweise gibt es ein Enzym, das diese BCMA-Moleküle abspaltet von der Oberfläche, die sogenannte Gamma-Sekretase. Und wenn man diese jetzt hemmt, dann wird eben kein BCMA mehr abgespaltet, sondern das BCMA sammelt sich auf der Oberfläche der Tumorzellen und dadurch können die KT-Zellen besser mit ihren Ks an das BCMA binden und somit die Myelomzellen besser eliminieren. Hier in der Mitte sieht man auch die Oberflächenexpression von BCMA auf Patientenzellen. In der oberen Reihe kann man sehen, wie viel BCMA auf den Patientenzellen ist, wenn keine Gamma-Sekretase-Inhibitor zugegeben worden ist. Und auf der unteren Seite sieht man die BCMA-Expression nach Zugabe von Gamma-Sekretase-Inhibitoren. Also es kommt zu einem deutlichen Anstieg. Die Arbeitsgruppe hat natürlich auch die Effizienz der BCMA-KT-Zellen in einem Mausmodell getestet. Hier wurden den Mäusen zunächst Myelomzellen injiziert und die Mäuse wurden anschließend mit BCMA-KT-Zellen behandelt. Das Ganze dann mit oder ohne der Zugabe von Gamma-Sekretase-Inhibitoren. Und hier konnten sie eben sehen, dass der Tumor viel besser und langfristiger bekämpft werden kann, wenn Gamma-Sekretase-Inhibitoren zu den KT-Zellen dazugegeben werden. Dieses Jahr auf dem ASH-Meeting haben wir ein ganz ähnliches Thema vorgestellt, und zwar wie BCMA-Moleküle auch ebenfalls auf der Oberfläche von Myelomzellen angereichert werden können, in dem Fall aber mit Hilfe von ATRA. ATRA ist Vitamin A-Säure, es ist bereits ein zugelassenes Medikament, also es wäre einfach, das in der Klinik umzusetzen. Und hier auf der linken Seite können Sie sehen, wenn man Zellen mit ATRA behandelt, dann steigt die Anzahl der BCMA-Moleküle auf der Zelloberfläche. Je mehr ATRA man verwendet, umso stärker ist der Anstieg und das Ganze ist auch reversibel. Also entzieht man das ATRA wieder, dann geht auch die BCMA-Expression zurück. Im Gegensatz zum Gamma-Sekretase-Inhibitor wirkt das ATRA aber nicht auf Proteinebene, sondern auf DNA-Ebene. Es wird von vornherein einfach mehr BCMA hergestellt. Und auf der rechten Seite können Sie sehen, da haben wir das ATRA kombiniert mit BCMA-KT-Zellen und wir haben eben festgestellt, wenn man das ATRA zu den Myelomzellen gibt, steigern sie die Anzahl der BCMA-Moleküle und die BCMA-KT-Zellen können die Tumorzellen besser eliminieren. Das ATRA lässt sich auch mit dem Gamma-Sekretase-Inhibitor kombinieren und es führt zu einem additiven Effekt. Nun möchte ich zum zweiten Zielantigen der klinischen Studien fürs Myelom kommen, dem SLAMF7. Hier hat eben im vergangenen Jahr die Caramba-Studie gestartet und hierbei arbeiten wir mit vielen Projektpartnern zusammen. Die kommen aus dem Biotech, aus dem Projektmanagement, aus der Forschung natürlich. Es sind 4 verschiedene klinischen Zentren beteiligt und die Patientenorganisation Myeloma Patients Europe. Das SLAMF7 ist auf gesunden Gewebe gar nicht zu finden. Man findet es auf einem Teil von weißen Blutzellen, aber wirklich nur auf Teilen davon, deswegen werden diese auch durch KT-Zellen nicht komplett eliminiert. Auf Myelomzellen hingegen ist SLAMF7 sehr hoch exprimiert. Für unser SLAMF7-KT-Zellprodukt, da haben wir ein paar
Besonderheiten. Zum einen, das Wichtigste fast, ist, dass wir einen virusfreien Gentransfer verwenden. Wir benutzen die sogenannte Sleeping Beauty Transposition, auf die werde ich auch gleich noch ein bisschen eingehen. Wir verwenden eine 1:1 Zusammensetzung aus CD4 und CD8-KT-Zellen. CD8-KT-Zellen sind die Killerzellen, also die, die wirklich den Tumor eliminieren sollen, und CD4-Zellen sind Helferzellen. Die Bindedomäne unseres CARs, die kommt vom HuLoC63-Antikörper, und das ist der Elotuzumab-Antikörper, der bereits in der Klinik zugelassen ist und verwendet wird. Die Caramba-Studie war für uns ein echtes Pilotprojekt, zum einen, weil wir erst eine GMP-konforme Herstellung für ein virusfreies Produkt etablieren mussten, dann die ganzen regulatorischen Zulassungen dafür beantragen mussten. Wir haben uns ein Netzwerk für die klinische Studie aufgebaut und jetzt die ersten Patienten behandelt. Für den virusfreien Gentransfer verwenden wir, wie schon gesagt, die Sleeping Beauty Transposase. Das ist ein Enzym. Und dieses Enzym bringen wir zusammen mit einem kleinen Plasmidvektor in die T-Zellen hinein. Das Enzym kann dann die K-Sequenz, die auf dem Plasmidvektor kodiert ist, ausschneiden und ins Genom der T-Zellen einfügen. Und wenn dann die K-Sequenz im Genom drin ist, kann sie abgelesen werden und der K wird produziert und auf der Oberfläche der T-Zellen exprimiert. Den ganzen Prozess haben wir noch ein bisschen optimiert, haben zum Beispiel diesen Plasmidvektor verkleinert in der Gesamtgröße, verwenden einen sogenannten Mini-Circle, um so die Anzahl der Zellen, die am Schluss den K tatsächlich generieren und auf der Oberfläche haben, zu erhöhen. Was uns besonders wichtig war, war auch die Sicherheit dieses Gentransfers. Und hier haben wir eben unseren Gentransfer mit dem viralen verglichen. Und wir haben geguckt, wo im Genom wird die K-Sequenz eingebaut. Und hierbei haben wir festgestellt, dass die Sleeping Beauty Transposase ein sichereres Integrationsprofil aufweist im Vergleich zum Virus. Diese MF7-KT-Zellen haben wir im Labor natürlich rauf und runter getestet. Zunächst haben wir geschaut, können primäre Myelomzellen von neu diagnostizierten oder refraktorischen Patienten auch eliminiert werden durch die MF7-KT-Zellen, und das funktioniert wunderbar und auch innerhalb von wenigen Stunden. Dann haben wir die MF7-KT-Zellen in der Maus getestet, haben auch hier den Mäusen Myelomzellen injiziert und 2 Wochen später MF7-KT-Zellen. Und man kann sehen auf den Bildern links unten, dass die Mäuse 1 Woche nach der Injektion tumorfrei waren. Eine Beobachtung, die wir gemacht haben, war außerdem, dass die MF7-KT-Zellen im Vergleich zu 2 BCMA-KT-Zellen, die wir getestet haben, effektiver den Tumor eliminieren konnten. Die Caramba-Studie findet in 4 Studienzentren statt, in Würzburg, Pamplona, Mailand und Lille. Für Deutschland und Spanien haben wir bereits die Zulassung, für Italien und Frankreich ist es jetzt beantragt und es sollte demnächst die Zulassung kommen. Wichtig ist, es ist eine offene, nicht randomisierte Studie der Phase 1 und 2a. Das heißt, wir haben erst eine Dosiseskalation, in der die Dosis Schritt für Schritt ansteigt, und dann eine Expansionsphase, in der mehrere Patienten mit der gleichen Dosisstufe behandelt werden. Auch Patienten, die bereits einen allogenen Stammzelltransfer bekommen haben, können teilnehmen. Es muss allerdings 12 Monate her sein. Patienten müssen mindestens 2 vorherige Therapielinien erhalten haben und es darf auch eine MF7-Antikörpertherapie darunter gewesen sein. Zum Studienverlauf. Zunächst werden den Patienten Zellen entnommen mit einer Leukapheresis. Das ist 16 Tage vor der KT-Zellinfusion. Und für Patienten aus Würzburg findet das zum Beispiel in Frankfurt statt, denn in Frankfurt werden auch gleich die KT-Zellen dann hergestellt.
Also die Herstellung dauert 14 Tage insgesamt plus Transport 16 Tage und dann werden die KT-Zellen schon infundiert. Also es ist ein sehr schneller Prozess. Der Patient erhält einige Tage vorher eine kurze Chemotherapie. Für 12 Tage muss der Patient zur Beobachtung bei uns in der Klinik bleiben, damit wir Nebenwirkungen und auch Effekte der KT-Zellen schnell feststellen können. Und danach wird der Patient entlassen, aber engmaschig untersucht. Da es eine Phase 1-2-Studie ist, ist der wichtigste Aspekt die Sicherheit des Produkts, auch die Overall Response Rate, also das Gesamtansprechen und wie sehr die Lebensqualität des Patienten verbessert oder verschlechtert wird durch die Behandlung. Wir haben jetzt 3 Patienten bereits behandelt. Wir befinden uns also in der Dosisstufe vom Dose Level 1. Ein weiterer Patient wird mit dieser Dosis behandelt werden und dann gehen wir aufs Dose Level 2. Hier werden 300.000 Zellen pro Kilogramm Körpergewicht dann verabreicht. Wenn wir uns die Situation von KT-Zellstudien weltweit anschauen, dann sehen wir, es finden sehr viele Studien in den USA und in China statt, während in Europa, naja, mit 10 Studien noch nicht so viel los ist. Schauen wir näher hin, in Deutschland finden, wie gesagt, immerhin 6 Studien statt. Spanien hat noch eine mehr mit 7, aber hier besteht mit Sicherheit noch Nachholbedarf. Der Plan für die Zukunft ist, in naher Zukunft wird mit Sicherheit ein BCMA-KT-Zellprodukt zugelassen. Hier läuft auch schon die Beantragung bei der FDA in den USA. Ziel ist es außerdem, weitere KT-Zellantigene zu identifizieren und als K-Zielantigene zu testen und auch Patienten schon früher in der Behandlung mit KT-Zellen zu behandeln und auch Hochrisikopatienten einzuschließen. Damit möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken und natürlich auch bei unserem ganzen Team und Unterstützern. Vielen Dank.